Das haben wir gemacht. Abgeben können wir später. Ich würde dann direkt Kampf um die Schlucht. Machen wir das mal. Angrim hat mir von einem geheimen Zugang nach Tavar erzählt. Dieser Zugang wurde von den Berserkern gebaut, dann verlassen und schließlich einige Zeit von den Outlaws als geheime Schmuggelroute. Eine Schmuggelroute? Guck mal da, hier steht Schmuggelroute. Willst du mal meine Schmuggelroute sehen? Okay, Nacht und hier steht Nacht. Da war wohl, da hat aber jemand stark getrunken. So, Nacht Edan verwendet. Er wird Zeit, den Zugang, was war denn hier los? Ich glaube, da war jemand, genau hier war jemand unkonzentriert, glaube ich, ne? Ich glaube, da haben wir jetzt, das haben wir jetzt, okay. Ich soll mich mit dem Angriffstrupp treffen und den Angriff beginnen. Dann wollen wir mal. Angriffstrupp. Gardar. Ab an den Gardasee. So, hier ist sehr schön. Wir müssen da lang. Ach, hier schon wieder. Offenbar kommen wir immer hier lang. Immer und immer wieder. Wunderschön hier auch. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich bin inzwischen froh, wenn es mal wieder ein bisschen grün ist hier. Nach diesen ganzen Lava- und Elendswüsten, ne, und dem ganzen Zeugs. Ist doch mal wieder schön. Das sollte eigentlich nicht, das war nicht der Plan. Aber... Ah. Gut, gut, gut. Wenn es schon mal da ist. So, Parima. Sah was Blaues blinken, kleiner Heiltrank. Och, so schade, dass ich hier nicht mehr hinkommen werde. Also ich könnte theoretisch, aber ich vergesse das bestimmt, dass, ne, dass wir hier noch nicht alles weggeräumt haben. Und das ärgert mich dann umso mehr, vor allen Dingen jetzt, wo ich hier diese geile Drüse finde. Das ist meine Lieblingsdrüse, die nehme ich jetzt mit ins Bett, damit ich besser schlafen kann. So. Ich nenne sie Drüsbert. Drüsbert und ich, eine Liebesgeschichte. So, warte mal, was? Energie, was? Fell? Ah. Energiespeicher. Noch eine Kralle. Ich meine, ich muss ja hier ein bisschen aufräumen, ne? Für die FPS. Ihr wisst es ja. So, dann können wir auch gleich hier rum Larum gehen. So. Hier sollen wir... Ach, da! Wollte gerade sagen, hier sollen wir uns treffen. Ich gehe gleich hin. Okay. Entschuldigung. Manchmal muss ich mal gucken. Da oben, da wird wahrscheinlich auch nichts sein. Ich speichere einfach und wir springen direkt. Du musst der letzte Mann sein. Hm, natürlich. Aber sag mal... Der letzte Mann? Der letzte Mann für unseren Angriff gegen die Belagerer der Outlaws. Ah! Du wurdest doch von Angrim geschickt, oder? Ja. Sehr gut. Bist du bereit anzugreifen? Ja, aber sag mal ganz kurz. Erstmal hier. Wer bist du eigentlich? Ich bin Garda, Erzberserker aus Goliath. Wenn du mich dort noch nie gesehen hast, liegt das vermutlich daran, dass ich auf Außeneinsätze spezialisiert bin. Das Stadtleben ist nichts für einen Kämpfer wie mich. Ja. Erklär mir nochmal, was wir hier machen. Wir haben vor einiger Zeit einen Pfad in die Wüste von Tavar gebaut, um das Weltenherz dort unten beliefern zu können. Als wir den Pfad nicht mehr brauchten, haben wir ihn verlassen. Aber jetzt haben sich dort Outlaws eingenistet. Wir können es nicht erlauben, dass sich Outlaws eine Hintertür nach Goliath aufhalten. Jetzt reicht's aber mit dem Gefrage. Wir sind hier nicht zum Quatschen. Meiner Waffe dürstet es nach Blut. Oh, der feine Herr, na dann. Ich bin bereit. Lass uns angreifen. Na dann los! Los geht's, Männer! Lasst uns diesen Outlaws zeigen, was es bedeutet, sich mit den Berserkern anzulegen! Ich lauf mal hinterher, ne? Einmal mal. Das wird schon irgendwie gut gehen. Und denkt dran, je mehr Leute fallen, desto mehr können wir looten.
desto mehr bleibt am Ende für uns. Macht euch bereit, Männer! Es geht los! Speicherfall. Das machst du nicht ungestraft. Dum, 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 dum. Dich hol ich mir! Dam, 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 da, da, dam, dam. Ich kann nicht aus meiner Haut. Huch. Das war's schon? Ich habe ja nichts gemacht. Ach, wir gehen die gleiche Strecke. Ach, das ist die gleiche Quest, nur von einer Seite. Ach so. Deswegen. Wie cool. Okay, das ist halt echt nice. Gefällt mir voll gut. Sei vorsichtig, wo du hintrittst. Nicht, dass du dort herunterstürzt. So. Ich will auch. Oh Gott. Mit den Freezes hier runterzulaufen, ist natürlich auch ein bisschen wagemutig. So. Ja, herunterstürzen will ich hier ehrlich gesagt auch nicht. Deswegen versuche ich zu überholen. Uah. Aua. Ach, der kloppt auf mich. Ich sehe den gerade gar nicht. Shit. Ich habe ihn gar nicht gesehen gerade. Der sah aus wie wir. Noch zwei. So. Pum, pum, pum. Lohnt sich immer mehr, die umzuhauen für die 100 XP, ne? Aber andererseits... Andererseits ist es auch egal. Das war's. Die Outlaws sind erledigt. Du hast gut gekämpft, Neuling. Wir werden hier die Stellung halten. Geh du zurück zu Angrim und berichte ihm von unserem Erfolg. Mhm, mhm, mhm. Das mache ich. Aber erstmal natürlich, damit hier die Struktur nicht kollabiert, das ist ja sehr schwaches Holz, muss ich die Items mal alle mitnehmen. Okay, gut. Die war leer, ne? Ich erinnere mich dran. Ja. Prima, prima, prima. Gut, dann haben wir das auch gelöst. Dann würde ich als letztes nochmal, das ging wirklich schnell, der Kampf um die Schlucht, alarmierende Nachrichten. Ragnar hat mich zu einem Weltenherz zwischen Edan und Abessa geschickt. Anscheinend haben sie dort Probleme. Ich soll mich bei Thorgal melden. Na, dann machen wir doch genau das. Erinnere ich mich an das Weltenherz? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube sogar ja. So, kommt hier was raus? So. Wollte mal gucken, was da rauskommt. So. Weltenherz. Weltenherz. Dieser Bauernhof hier tut mir voll leid. Ah, ne, das war gar nicht der. Okay, ist ein anderer. Dann tut mir doch nicht leid. Der hier wird ja noch bestellt. Es gab diesen anderen Bauernhof, ne, wo die alle in diese Höhle gegangen sind. Wo die alle gestorben sind. Der. Da war es so schade drum. Aber das hier ist er ja offenbar nicht. Ach, das ist der Bauernhof. Es geht los. Mist.
Scheiße, da war der Abstand nicht groß genug. Da war einfach der Abstand nicht groß genug und die Waffe ist leider lahm. Also ich bin lahm, wenn ich die Waffe trage. Es war ein bisschen schwierig. Oh, da haben wir noch den kleinen Scheißer. Stimmt, die habe ich versucht mit den ganzen Tonnen und so, ne? Ich erinnere mich dran. Mal gucken, ob wir es schaffen. Es geht los. Das Ölfass bringt euch gar nichts. Was jetzt? Oh, ich hasse das. Okay, cool. Heieieiei. Ja, leider ist der Flammenwerfer extrem lame. Also extrem lahm. Vielleicht soll ich mal einen anderen Feuermodus probieren bei dem. Wobei ich das Gefühl habe, dass der Feuermodus halt den meisten Damage macht. Aber halt auch am lahmarschigsten ist. So unglaublich lahmarschig. So. Gut. Weiß nicht genau, warum ich das mache, denn... Naja. Ich werde es wahrscheinlich nochmal machen müssen. Eventuell, wenn ich dran denke. Gibt so einiges zu tun noch, glaube ich. So, feini fein. Was haben wir denn hier drin Schönes? Ich erwarte Tretminen. Metallschrott. Energiespeicher, nochmal ein bisschen Elektroschrott. Nochmal Metallschrott, vielen Dank. Wunderschöne Kunstwerke. Bleib oh. Hinter mir! Da steht er hier und genießt die Aussicht, oder was? Hier ist ja bestimmt noch immer ein Puzzlestück, oder? Tresor verschlossen? Ich guck erstmal nach der Nummer. Campingstuhl, Zigarettenstange, bestimmt von denen. Bestimmt vom Häscher. Der hat hier immer geraucht. Campingstuhl. Rohes Fleisch, das sind bestimmt die Vorbesitzer vom Haus, kann ich mir vorstellen. Die sitzen hier noch. Ganz unbelastet. Rezept Knochenmarkbrühe. Okay, ja, cool. Die Garage. Da ist nichts drin. Okay. Ist nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Hallo. Und nicht vergessen, hier könnten natürlich immer noch Leute sein, ne? Also Häscher oder irgendwas. 3327. 3327. Keine Häscher? Okay. Kleiner roter Stein! Wir machen jetzt ja auch mehr Damage, ne? Wir haben die roten Steine eingesetzt. Fällt mir da gerade ein. 3327. Oh. Glückwunschkarte. Zwei Tresore, unüblich. Okay. Glückwunschkarte, lass mal kurz gucken. Ne, nicht Quest, bin ja doof. Hier, Glückwunschkarte. Da. Alles Gute zu eurem Einzug am 5.7. Wir freuen uns sehr für euch und hoffen, dass ihr dieses Haus mit Leben füllen werdet. In Liebe, Mama und Papa. Gut, sind wir ganz ehrlich. Mit Leben gefüllt war das Haus.
Das haben die geschafft. Nicht mal mit ihrem eigenen, aber immer viel fremdes Leben war dabei. Da hätten die spezifischer werden müssen. Konnte man ja nicht wissen. So, 3, 3, 2, was? Na, das juckt. Schon wieder. 3, 3, 2, 7. Aber welcher von beiden? Wahrscheinlich nicht der hier, ne? Oder? Das war nichts. Ne, okay. Dann machen wir mal Hacken. So, 5, 7, 6, 2. 5, 7 ist drin, okay. Das kann es nicht sein. Dann mache ich mal 1, 3. Das war ganz falsch. 5, 7. 3, 5. 1, 7. Okay. Okay, warte. Hä? Ach, die 0 habe ich vergessen. Die 0 gibt's ja auch noch. 0507? Geht doch. Ach, der Einzug am 5.7. Oh, ja, das hätte ich auch gleich so. Ja, okay. Klar. Die 0 hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ups. 3327. 3327. 3327. 3327. Na. So. Geht doch. Dafür, dass hier neu drin waren, Explosivbolzen. Oh, schön. Geldbündel, Elektroschrott. Dafür, dass sie hier neu gewohnt haben, ganz ehrlich, zwei Saves, denen ging es hier nicht so schlecht. Entweder kinderreicher Eltern oder sehr gut bezahlte Jobs. Wenn die gerade frisch hier eingezogen sind. Oder vielleicht. Nee, das war ja von Mama und Papa, ne? Die Karte. Das ist ein Geräusch. Gut. Ich glaube, das Haus haben wir damit. Hier schon ein bisschen. Elixit, Elixit. So ein Sheet. Viel Elixit. Elektroschrott. Lecksheet. Ja, aber das ist nicht das, was wir hier machen wollten. Ursprünglich. Eigentlich. Aber ich meine, dann bauen wir hier mal wieder. So. Wir müssen in diese Richtung. Auch sehr schön mit den Autos hier. Gut geparkt. Sehr schön böschungsnah. Da stören die nicht. Da hinten ist das Weltenherz. Muss gleich mal gucken, welches war. Waren wir hier schon? Musik schwenkt gleich um, wird viel schöner. Ich bin sicher, da ist alles im Reinen beim Weltenherz. Plötzlich Regengeräusche, ein Baum, der aus dem Boden ragt. Hier ist einfach alles beim Weltenherz, ist alles anders. Haben die anderen auch so geglüht wie das hier? Aber hier war. Wir waren hier schon und ich glaube, hier war alles in Ordnung, ne? Oder? Wir sehen uns später. Hallo Torga. Weißt du etwas über die Banditenüberfälle? Natürlich. Die Kerle sind uns in der Nacht auf den Pelz gerückt. Und hätte ich der Wachmannschaft nicht eingeschärft, aufmerksam zu sein, stünde ich jetzt nicht hier. Ich fürchte, ihr nächster Angriff steht uns bald bevor. Sie wissen jetzt, dass wir zahlenmäßig schlecht aufgestellt sind. Oh gut. Aber schließlich bist du jetzt hier, ja, um uns zu unterstützen. Ja, natürlich, na klar. Mit denen werden wir schon fertig. Natürlich. Leicht werden wir es ihnen nicht machen. Wir werden nicht umhinkommen. Verdammt, wenn man vom Teufel spricht, da sind sie. Mist. Schnell, zieh deine Waffe. Schützt du den nördlichen Eingang. Ich übernehme den im Süden. Schnell. Nicht schlecht. Ich kümmere mich.
Nördlicher Eingang? Ist das der da oben? Ich glaube, es ist eher der hier, ne? Schon? Gut, warte. Moment. Oh, eine Brause hat er auch dabei. Ja, die Wache ist leider död. Da kann man nichts machen. Beide Wachen sind tot. Ja, na gut, dann ist es halt so. Wir haben es trotzdem geschafft. Ich kam halt ein bisschen spät. So. Jetzt haben die gar keine Berserker mehr, außer ihn und sie. Lied. Da noch eine Wache. Ich kümmere mich mal, ne? Hier ein bisschen, dass die. Wegen Gewicht auf Holz. Das ist ja immer schwierig. Ja, hey. So langsam reißt mir der Geduldsfaden. Was glauben diese Banditen eigentlich, wer sie sind? Keinen Funken Ehre im Leib, aber über unsere Sachen hermachen wollen, von wegen! Soweit ich das überblicke, ist ihr Anführer nicht unter den Toten. Nutzen wir also die Gunst der Stunde und holen uns das Schwein. Gut. Ich denke, bei dir ist dieser Auftrag gut aufgehoben. Ich komme nicht umhin, das Lager zu sichern, falls wider Erwarten ein weiterer Angriff erfolgt. Schleife ihn von mir aus an den Haaren hierher, wenn du nicht mit ihm fertig wirst. Hauptsache, du gehst die Sache an. Oh ja. Wo haben die Banditen ihr Versteck? Wenn ich mir etwas aus den letzten Angriffen zusammenreimen kann, dann muss es östlich von hier sein. Überquer den Fluss und sieh dich genau um. Je nachdem, wie sicher sie sich fühlen, mag es leicht oder schwer sein, ihnen auf die Spur zu kommen. Östlich, ja, das klingt gut. Ich würde aber vorher noch schnell hier, meines feines Feinden, hier, räuchere das Banditennest aus, so. Ansonsten haben wir hier alles mitgenommen, ne? Ich meine, hier sind ja auch die Wachen gestorben. Der hat auch nicht viel besser gekämpft. Ich habe den Kampf am Anfang nur nicht gefunden. So. Bin dann nach Norden gerannt. Weil er meinte, im Norden. Okay, wo sind sie denn, diese schmierigen Banditen? Aber doch wohl nicht hier drin. Nee, auf keinen Fall. Die waren ja tot. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ach so, dies, das. Ne, das ist nur die Durchsage wieder. Das Augengeist verseucht. Entsagt dem Konsum und vertraut auf eure eigenen. Hab grad so ein Turbinenrauschen auf dem Ohr. Hä? Wieso habe ich das nicht mitgenommen damals? Hä? Verrückt. So, hier ist nichts. Okay. Da haben die wahrscheinlich ihr Lager, ne? So, hier waren noch Viecher früher mal. Ich erinnere mich dran. Die haben wir alle weggemacht. Und wir müssen wahrscheinlich nach oben. Ich gehe mal. So. Da drüben ist ein Gockel. Den würde ich gleich nochmal schnell filetieren. Oh, naja. Bleib hinter mir. Cool. So. Da ist noch ein Gockel. So, etwas größerer Gockel. Ach Gott. Darf doch nicht wahr sein. So. Ich erledige das. Skeks geht doch im Arsch.
So. Dann haben wir das. Nehmen wir auch mit. Dankeschön. Dankeschön. So, und dann hier nach oben. Da oben versteckt sich das Banditenpack. Wäre doch schade, wenn die alle einfach so sterben würden. Speichern. Banditenanführer. Nur ist doch super. Ja, hallo! Dich mach ich lang! Mach mich mal lang! Oh, Junge, das auch! Cool! Oh, da ist noch jemand! Bleib hinter mir! Oh nein, ich laufe in die Dinger rein. Warte mal, mal kurz den hier. Ich glaube, das war's. So, Flammentyp B. Oh, nice. Da hat er einfach einen Flammentyp B dabei. Hä, wie schön. Wie sehr angenehm. Ah, das mundet. Achso, ich kann hier das Inventar nicht öffnen, während ich sitze. Wie kann ich ihn wieder... Rechte Maustaste, okay. Na gut. Ich glaube, wir hatten ja schon mal alles ausgeräumt, ne? Ihn hatten wir, den Anführer hatten wir, aber da war noch einer. Ah, hier vorne. Den hatten wir auch schon. Okay. Gut, lass mal kurz gucken. Was haben wir denn da Schönes? Flammentyp B, Schmelzofen, 83 Schaden. Also. Also, das ist ein Default-Gerät. Ja, gut. Dann, aber vielleicht ganz gut, sonst wären wir tot jetzt wahrscheinlich. Na gut. Dann würde ich nochmal kurz zurück zum Weltenherz. War das das hier? I hope so. Nochmal kurz Bescheid sagen bei dem. Hui. Vorsicht! Oh, Mist. Als ob. Das gibt's doch nicht. Na, sowas. Hatte keine Energie mehr. Ich wollte ihn gerade mit dem Kuh niederstrecken, aber da war die Ausdauer weg. Sehr ungünstiges Timing. Hat mich auch ein bisschen erschrocken. Ich wollte zwar hin, aber ich dachte, da kommt wieder so ein kleines Ding raus. Und plötzlich ist da wieder so ein Viech. Aber nichtsdestotrotz. Furte macht, Hamas, Furte macht. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Erstaunlich, dass du heute überhaupt noch da bist. So oft, wie ich das schon gehört habe. So. Ich hab ja irgendwie gedacht, dass sich dann irgendwas am Status ändert oder dass man vielleicht so ein NPC, also ne, so ein, wenn man jemanden mitnimmt, dass man da vielleicht jemanden bezirzen kann. Aber irgendwie. So. Abend. Zu zweit bewachen sie ja nur noch, aber jetzt gibt's ja nichts mehr, wovon man bewachen müsste. Hey. Hör mal, es ist normalerweise nicht meine Art, Leute um Gefallen zu bitten. Ja. Aber du kommst rum und hast dich in Gebiete vorgewagt, die mir fremd sind. Wenn du also noch etwas Luft hast, gibt es da eine Sache, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Ich wollte eigentlich gerade was abgeben, nicht was annehmen. Sag mal. Was liegt da?
Du weißt um diesen Posten und seine Probleme. Dass es nie genug Leute geben kann, die zur Bewachung abgestellt werden, ist klar. Das viel größere Problem ist aber, dass alle anfallenden Arbeiten nur bewältigt werden können, wenn die Mägen voll sind. Aber die Lieferungen aus Edan reichen bei weitem nicht aus. Und der Bauernhof im Norden ist alles andere als zuverlässig. Ich will eine weitere Nahrungsquelle auftun, nur für den Fall, dass alle Stricke reißen. Wenn du also von einem Ort weißt, der mir diese Last abnimmt, ist dir mein Dank gewiss. Ja, der Hof, ne? Also hier, das machen wir gleich, aber hier. Kennst du den Hof im Nordosten von Abessa? Nordosten, sagst du? Nahe der Grenze zu Ignadon. Exakt. Und wer bewirtschaftet dort die Felder? Hier. Ein Bauer. Emmet ist sein Name. Sagt mir nichts. Aber bei der Entfernung auch kein Wunder. Pass auf. Wenn du dir was verdienen möchtest, handel in meinem Namen mit ihm was aus. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns dabei nur gewinnen kann. Ein harmloser Bauer. Das Prädikat harmlos hättest du dir sparen können. Eine Mistgabel habe ich noch nie als Gefahr angesehen. Denkst du denn, er wäre bereit, seine Vorräte mit uns zu teilen? Ja, das, ne, also ist schwierig, aber hier. Kommt darauf an. Der Hof ist oftmals Ziel von Plünderern. Die wird es nicht mehr geben. Wir verstehen unser Handwerk. Na gut, sehr gut. Aber hier erstmal das Wichtigste. Der Banditenanführer macht dir keine Probleme mehr. Gut so. Ich hätte ihn am liebsten an die Wand genagelt. Aber man hat sich ja einen Rest Menschlichkeit bewahrt. Ah. Hier, nimm das. Es entschädigt dich hoffentlich für die Sauerei. Was immer du für eine Abmachung mit Ragnar getroffen hast, meine Fürsprache hast du. Sehr gut, sehr gut. Aber er hat uns unabhängig davon um noch einen Gefallen gebeten. Ja, ist auch ein bisschen weit entfernt. Ich glaube, ich weiß, welcher das war. War das der mit unserem Freund, mit dem Granatenfreund? Jo, das war genau der.